als Koch, also ausgebildeter Koch, habe ich meine Prüfung bestanden. Jetzt ist es offiziell, bin ich junger Koch. Ja, das war ein super Gefühl, ein unbeschreibliches Gefühl. Bei der Prüfung, bevor ich den Zettel bekommen habe, und da waren auch mehrere Managers von Hotels und so weiter, die mich auch beim Kochen gesehen haben und die begeistert waren, obwohl ich nicht mal gemerkt habe, die auch hinterher gelaufen und eine Karte gegeben haben. Und das hat mich erstmal erschrocken. Und dann, wenn ich das Papier in der Hand habe, dann war ich natürlich, ja, das ist das Schönste, was es jemals gab. Also das ist wirklich ein tolles Gefühl. Mein Weg war ein ganz schwerer Weg gewesen. Nach dem Abi habe ich Zivildienst in meiner Heimat gemacht und danach also zum Lernen nach Polen gegangen. Ja, dann bin ich nach Deutschland gekommen und das Ziel war, okay, vielleicht dann könnte ich hier lernen. Da die Familie auch drüben in Schwierigkeiten geraten war und musste ich auch unbedingt, egal wie, arbeiten. Und dann habe ich dann natürlich in der Küche angefangen als Hilfe. Habe ich geputzt und so weiter und so weiter und da habe ich mich dann weiterentwickelt. Mein Chef hat auch gemerkt, da von mir kriegt man ein bisschen mehr raus, hat mich auch gefordert natürlich. Dann habe ich als Beikoch gearbeitet. Ja, danach habe ich mir gedacht, Mensch, wie weit geht denn diese Entwicklung, ne? Und da habe ich weitergemacht und bei einem Restaurant natürlich habe ich dann bis zum Chefkoch habe ich gearbeitet, ungelernt, aber trotzdem als Chefkoch, ich habe die ganze Küche geleitet. Also hätte ich gelernter gewesen, hätte ich noch mehr rausholen können. Aber da der Haken war, angelernter Koch war, und dann habe ich gedacht, nee, dann will ich weiter. Also wenn man auch woanders Arbeit suchen, bewerbt und so weiter, dass man braucht einen qualifizierten Koch und Küche. Und das war schwierig, denn also mit Bekannten und Bekannten, ich habe immer gearbeitet. Aber die nach oben zu kommen weiter ging nicht mehr. Und daher habe ich mir entschieden, also berufsbegleitende Qualifizierung zu machen. Und das hat auch so toll Spaß gemacht und viele Sachen gelernt. Und da merkt man natürlich, es gibt noch mehr Sachen zu lernen, also noch mehr. Ne? Also ich habe nebenbei die Arbeit, also ich habe dann ein paar Tage frei bekommen von der Arbeitgeber und habe ich dann zur Schule gegangen. In der Schule habe ich gearbeitet und gelernt, die alles Mögliche. Und danach natürlich dann den nächsten Tagen musste ich dann noch durcharbeiten. Es war, also ganz ehrlich gesagt, es war anstrengend, weil man hat kaum Zeit mehr. Aber wenn man Ziel hat, das merkt man nicht. Die Zeit vergeht so schnell und das Ergebnis dann am Ende dann rauskommt noch dazu, dann ist es natürlich die Freude, das ist toll. Ich habe sogar noch ein Ziel, weiterzugehen. Und erstmal arbeite ich ein Jahr. Und der Arbeitgeber ist der neue Arbeitgeber in einem Hotel. Ich bin angenommen worden und auch versprochen, dass der Weiterbildung ermöglicht für mich. Und ich freue mich schon jetzt. Da, ja.